Liebe Freunde der großen Kleinbahn, ich glaube, dieses Gebäude kennt jeder Modellbahner in Deutschland. Nicht alle waren dort, aber sehr, sehr viele, weil das auch einer der Gründe ist, wieso es mit der Modellbahn eben nicht bergab geht, sondern aus meiner Sicht so ein bisschen leicht wieder bergauf, ohne die früheren Höhen zu erreichen, wo quasi fast jedes Kind oder jeder Junge mal Kontakt mit Modellbahn hatte. Aber das soll jetzt nicht unser Thema sein. Es gab ein Modellbahn-Freak-Treffen, das ist eine WhatsApp-Liste, wo also einige, naja, auch YouTuber, also Modellbahn-YouTuber drin sind. Und allerdings bei weitem nicht alle, es sind auch so die sogenannten normalen Modellbahner. Und da haben wir das mal besucht. Also wir haben uns in Hamburg getroffen und dann war eben das Highlight hier der Besuch des Miniaturwunderlandes. Ja, hier mal ein paar Statistiken. Also 16 Kilometer Gleise, 1300, fast 1400 Signale, 3500 Weichen, 500 Flüge am Tag. Na, 37 Millionen Baukosten. Also es ist schon sehr, sehr gewaltig, was da dort in Hamburg geschaffen wurde. Ja, unser Rundgang, der begann mit den virtuellen Welten, wo man quasi als Figur auf der Anlage herumläuft und wenn man hochguckt, sieht man dann die Besucher. Und ich habe hier mal eine kurze Sequenz von diesen, was man da so sieht. Das ist also hier auf einem der Monitore als Werbung. Man kriegt dann so eine 3D-Brille aufgesetzt und wird dann quasi auf die Fläche losgelassen. Es gibt aber mehr oder weniger einen festen Weg, den man da drin geht, na, wo dann also so Spuren auf dem Boden sind, dem man dann folgen kann. Für mich als jemand, der sehr, sehr begrenzt höhentauglich ist, waren auch ein bisschen ein paar Herausforderungen dabei. Man muss sich dann aber immer wieder sagen, es ist noch virtuell, es ist noch virtuell, es ist noch virtuell. Ja, hier nochmal die Schaltzentrale, die ist ja auch mal umgebaut worden. Ich weiß nicht, wie lange die jetzt hier schon so ist. Also ich kenne von früher noch die alte mit den kleineren Monitoren, aber das ist schon sehr gewaltig, was sie hier haben. Ja, dann wollte ich Knuffing aufnehmen, aber wir sehen hier, also es wird dunkel. Was mir eigentlich für ein Vorhaben, was mir dann später eingefallen ist, eigentlich ein bisschen blöd war, weil ich wollte eigentlich mir mal den Landschaftsbau dort angucken und Knuffing ist ja nun die älteste Anlage. Und da wollte ich mal gucken, ob sie das überarbeitet haben. Aber irgendwo sind wir dann, das ist ja so groß, sind wir dann irgendwo anders hängen geblieben und ich habe das Knuffing dann nicht nochmal mir angeguckt. So ein paar kurze Sequenzen sind da aber drin. Ich weiß nicht, ob das immer noch Knuffing ist oder irgendein anderer Abschnitt. Ja, da müsste ich jetzt auch nochmal genauer nachgucken. Aber ja, das ist jetzt vielleicht auch nicht so wichtig. Was ich jetzt auch nicht, es ist ja immer die Kritik, da fahren dann immer, fährt immer alles durcheinander. Ich habe auch eigentlich weniger auf irgendwelche Züge geachtet. Also es ist ja ein Miniaturwunderland und nicht ein Modelleisenbahnwunderland. Ich habe irgendwie, mir ist das in Italien aufgefallen, dass dort also da wahrscheinlich alles epochenrein gefahren ist. Aber jetzt, was Knuffing angeht oder so, sozusagen die deutschen Anlagen wie Bayern und also das ist mir da weniger aufgefallen. Was immer ein bisschen sehr schön ist, sind immer so die kleinen Gags am Rande, wie hier diese wunderschönen nachgebildete Höhlenwelt, die wir jetzt hier nochmal von nahen sehen. Also das ist wirklich hervorragend gemacht. Was ich auch sehr lustig finde, sind eben so Schaltschränke,
wo dann hier die Digitaltechnik drin ist und dann klettern da irgendwelche Figuren drin herum. Wie wir es jetzt hier sehen, hier sind allerdings zwei umgefallen, so wie es aussieht, da müssen sie mal noch rangehen, da bloß im Hintergrund der mit den, der da an den Kabeln rumschweißt. Ja, also das sind einfach tolle Gags und dann sind dann irgendwo ein paar Bergsteiger hier auf diesen Kabeln unterwegs. Also das ist alles, das sind also viele, viele kleine schöne Ideen. Was ich auch noch von meinem letzten Besuch in Erinnerung habe, der ja schon wirklich viele Jahre her ist, ist also das hier. Das ist sozusagen die Zusammenstellung der diverser Verschwörungstheorien von irgendeiner geheimen Weltregierung, wo dann die verschiedensten Interessensvertretungen dann sozusagen irgendwo unterirdisch heimlich am Tisch sitzen. Na, hier sieht man auch, ist also Mivula mit dabei, ne, als Bestandteil der Verschwörung. Und also wir erleben das ja im Internet, dass die Verschwörungstheorien immer weiter, also immer wieder neu und immer wieder Land gewinnen, was eigentlich so ein bisschen verwunderlich ist, denn na, wir haben ja alle eine Schule besucht. Ja, hier ist auch der, als Gag die Dönerindustrie dabei, na, unterhalb des CIA, Bayern als, als Verschwörung. Naja, gut, also soweit. Sehr gut, hier haben wir mal noch, hier haben wir noch in der Folge mal so ein paar einzelne Szenen, wo ich nicht immer weiß, um welche Verschwörungstheorie es sich handelt. Achso, das ist glaube ich das Bernsteinzimmer. Und nicht, weil ich die Verschwörungstheorien so mag, sondern einfach, weil die das wirklich top umgesetzt ist hier als also modellbauerisch. Als Verschwörungstheorie darf natürlich die gefakte Mondlandung nicht fehlen, die wir jetzt hier. Na, inszeniert haben, so wie sie wahrscheinlich tatsächlich stattgefunden hat, zumindest in den Augen derjenigen, die das so glauben. Ja, um was es hier geht, weiß ich nicht so genau, so gut kenne ich mich da auch nicht aus. Im Hintergrund steht, das sieht man jetzt hier nicht, eine Ortseingangstafel von Bielefeld, also als Bielefeld-Verschwörung. Ansonsten keine Ahnung, was das hier sein soll, aber es ist schön, schön gemacht. Jetzt nochmal von der anderen Seite, jetzt kann man es hier erkennen, dass da das Ortsschild von Bielefeld steht. Für die Bielefeld-Verschwörung. Und ganz unten war dann irgendein Saurier oder Drache oder was immer das sein soll. Als U-Boot. Ja, also alles in allem ein, naja, ein schöner Gag, ne? Ja, hier haben wir dann die Bayern-Verschwörung mit Schloss Neuschwanstein. Ne, das gehört natürlich zur Verschwörung nicht mehr dazu. Aber ist auch ein schönes Modell, ne? Ist also hier der Teil der Bayern-Anlage. Hier muss ich sagen, hier haben sie, also weiß ich nicht, ob das noch so original ist, was hier vorne die Landschaft angeht. Ich habe aber mal die ganzen Landschaftssequenzen mal ganz nach hinten kopiert. Ich muss überhaupt erst mal schauen, wie viel das überhaupt wird. Wir sind jetzt beim ersten Teil. Ich habe jetzt, wir sind bei 8 Minuten. Ich habe rund eine Stunde Material. Ich weiß nicht, ob das alles so verwendbar ist. Ich würde die Serie dann gerne beschließen mit einer kleinen Diskussion oder einer kleinen Auswertung, was dort im Landschaftsbau sich da getan hat, im Miniaturwunderland, wie ich das auch schon mal beim Fremo-Treffen gemacht habe. Ja, inzwischen sind wir hier an der Schweiz-Anlage gelandet und ja, ich habe doch tatsächlich mal einen fahrenden Zug aufgenommen. Meine Hörer und Sterne. Bei den Häusern verwirren mich die hellen Dächer. Ich war zwar auch schon mal in der Schweiz, aber das sagt mir so nichts. Aber das sehr wohl. Also das ist ja nun Schweiz verbindet man ja mit Hochgebirge in den Alpen und ja, und die sind halt dort schön dreidimensional dargestellt. Ja, wir hüpfen von der Schweiz mal schnell nach Italien, weil es ist Nacht und der Vesuv bricht aus. Das ist auch eine Sache, die sie wirklich sehr schön umgesetzt haben. Ich lasse das hier jetzt mal unkommentiert und ich mache es auch nicht schneller wegen dem Ton. Das sind so Lichter.
Ja, haben wir fast 2 Minuten Vesuvausbruch. Das ist das, was er von seinem historisch, glaube ich, größten Ausbruch übrig gelassen hat. Also Pompeji, was ja heute eine Ausgrabungsstätte ist. Vesuv ist immer noch da. Es ist kein ungefährlicher Vulkan. Ich habe mich früher als Kind und Jugendlicher viel mit Vulkanen beschäftigt. Also ich würde nicht nachher beziehen. Ne? Also und das nicht nur, weil ich die Sprache nicht kann. Ansonsten finde ich, hat man bei der Italienanlage sich selbst übertroffen. Man hat sich ein sehr tolles Thema rausgesucht. Also diese Amalfiküste, die einfach so schon vom Vorbild her sensationell ist. Und die hat man einfach in einer Art und Weise umgesetzt, die also wirklich atemberaubend ist. Das Einzige, was mich hier ein bisschen stört, es ist mehr, ist mir ein bisschen zu blau. Also so, weiß ich nicht, ob das aus dem Winkel wirklich, ob das dann den Himmel so widerspiegelt, aber das ist das, was es hier so ein bisschen trübt. Ja, und dann haben wir hier die Traumimmobilie, für die man wahrscheinlich nicht nur Millionär sein muss, sondern das wird dann schon, weiß ich nicht, also hier. Weiß ich nicht, ob man da schon beim Vorbild natürlich im dreistelligen Millionenbereich ist, um so eine Immobilie hier zu haben. Also das sieht schon toll aus und ist natürlich auch spitzenmäßig umgesetzt. Ja, Knopfdrücker gibt es auch. Hier natürlich Delfine, die dann springen. Und der eine oder andere Gag in der Landschaftsgestaltung. Na, da wird mal schnell ein bisschen Gemüse dazwischen gestellt. Die Farbe sieht irgendwie ein bisschen ungesund radioaktiv aus. Na, dass sie das lackiert haben. Hier ist auch noch was Schönes, das würde ich mir für die Seiten meiner Module vorstellen, ne, dass wir hier einfach wirklich richtig, als hätte man jetzt sozusagen mit dem Tortenmesser hier die Landschaft zerteilt, ne, dass man also auch sozusagen das Innere sieht. Und dann hier im Anschnitt eben so die Bodenverhältnisse hat, beziehungsweise die Felsen, die wir jetzt hier, also auch, also ganz fantastisch gemacht. Ja, und auch in Italien, man glaubt es kaum, es fahren Züge, inwieweit das jetzt hier vorbildgerecht ist, da fehlen mir jetzt die Kenntnisse. Das Gebäude ist ja, glaube ich, hier. Sieht aber heute ein bisschen österreichisch aus, ne? Das ist nicht so richtig. Na, ist auch egal. Ja, und da gibt es noch ein bisschen Industrie. Hier geht es im italienischen Marmor, der hier abgebaut und zurechtgeschnitten wird, um dann in alle Welt exportiert zu werden. Ja, hier haben wir dann auch einen gigantischen Kopfbahnhof. Das ist natürlich auch einfacher zu programmieren, wenn man hier keine Züge mehr umsetzen muss, wenn man entweder Wendezüge hat oder Triebwagen, na, dann ist das sowas viel einfacher automatisch zu steuern, als wenn ich jetzt irgendwann in einer früheren Epoche dann die Fahrzeuge umsetzen muss. Dann haben wir hier Venedig, da gibt es keine Eisenbahn, aber auch da bewegt sich ein bisschen was. Ja, das ist ein Miniaturwunderland. Ne? Da muss nicht immer alles Eisenbahn sein, also Modellbahn. Das Thema hat man ja vorhin schon mal. Ja, und dann kann ich sagen, ich habe den Papst gesehen. Also ich höchst selbst und habe dann gleich mal ein Selfie gemacht, ne? Dass ich sozusagen diesen historischen Moment in Anwesenheit des Papstes dann für die Nachwelt festhalten konnte und haben mir extra noch mal ein bisschen rausgevergrößert, ehe es schon wieder dunkel wurde. Also das war zum Fotografieren auch so schwierig, wenn man da ständig, naja, ja, Monaco ist nach wie vor nicht fertig. Also es ist in großen Teilen, es ist auch schön gestaltet, das Wasser fehlt hier vorne noch und natürlich die Formel-1-Strecke. Na, wo sie ja schon ewig dran rumbasteln, aber das kriegen sie schon irgendwann noch im Griff. Ja, und hier nochmal eine Impression aus der Nacht
von der Italienanlage, wo hier auch schön mit dem Beamer gearbeitet wird und schöne viele bunte Lichter bis in den Morgen hinein, der hier also schon anbricht. Ja, das Bild fand ich ein bisschen witzig. Hier ist also eine Lok mit zwei Wagen rangiert, die also doch eher aus einer früheren Epoche stammen und nicht italienisch waren. Das fand ich natürlich ein bisschen lustig. Ne, viele andere hätten es wahrscheinlich nie bemerkt. Aber es ist auch das. Es sind auch herrliche, tolle Szenen hier mit den angeschnittenen Autobahnen und dieser kleinen Piffel-Diesel-Lok da unten, die dort Güter rangiert. Hier nochmal die beiden Autobahnen aus einer anderen Richtung. Die Brücke im Hintergrund, das müsste eigentlich schon die Schweiz-Anlage sein. Die ja hier, ja gut, Italien und Schweiz liegen ja auch nebeneinander. Da ist das ja kein Problem. Hier auch nochmal ein kleiner Farbtupfer. Hier hat es sogar die deutsche Reichsbahn der DDR nach Italien geschafft. Also es gibt schon tolle Sachen auf der Anlage. Hier der Rest einer Brücke, wahrscheinlich noch aus römischer Zeit, die hier in der Mitte des Flusses stehen geblieben ist. Und hier ist das bunte Gebäude der römischen Antifa, was hier auch Platz auf der Anlage gefunden hat. Auch hier wieder toll gestaltet. Ja, und mit diesem Bild möchte ich mich von euch verabschieden. Wir haben hier also auch nochmal ein paar Spuren aus der alten römischen Zeit. Ich weiß jetzt noch nicht, wie viele Folgen es werden. Ich vermute mal, es werden 3. Lassen wir uns überraschen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht was draus.